damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Ignorum zu einem neuen Pranger zusammen in Mara mit dem Zwergfürst. Ja, wir sind fleißig am Inseln erkunden. Hier müssen wir noch ein paar. Eine Stunde später. Die Insel von dem Eisen erleichtert. Ja, das Küken haben wir auch noch an Bord. Gut, wo soll es lang gehen? Hier sind wir jetzt Kupferinselchen. Dann gehen wir mal nach oben und versuchen wir mal hier nützlich noch was zu kriegen. Nach Norden. Nach Norden, sagte ich. Gut, auf in den Norden. Im Osten ist es noch blockiert, wie ihr seht. Unten rechts. Und sagte ich schon im letzten Part. Das ist noch nicht die finale Form des Boots. Oha, ein Gewitter oder was? Es blitzt und donnert. Und wir sind auf dem Wasser. Düsterinsel. Hawaii. Bei so einem Gewitter sollte man nicht auf dem hohen Meer. Ach du Scheiße, wo sind wir hier gelandet? Ach du Schande. Eine neue Facette von Mara. Weather above or below, I drift in the endless void, Girato. Blutegel. Willkommen zu einem neuen Horror-Let's Play. Es gewittert, es donnert, es regnet. Ja, Friedhofsinsel oder was? Ach du Heilige. Wo sind wir hier hineingeraten? Ach du. Ich mach mal hier ein paar Screenshots. Das seht ihr hier. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Die Textbox, die jetzt aufgeploppt ist. Oh, ich hab mich vor Textbox. Ich hab mich vor dem. Von dem Sound, den Chor gemacht hat, erschreckt. Willkommen zurück zu Summer Mara. Es artet jetzt. Ach du Scheiße. Das Tor. Ich bin im falschen Film, oder? Ich bin hier. Das ist immer noch Summer Mara. Ich bin. Ach du Scheiße. Ich wusste nicht, dass es Orte wie diese in Mara gibt. Ich auch nicht. Leck mich am Arsch. Ein Pfad voller Kerzen. Düsterinsel. Ja, leck mich am Arsch. Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Ein Pfad voller Kerzen. Jetzt hier noch Jumpscares. Sie ist doch schon kommen. Ich gehe mal abseits des kerzenbeleuchteten Pfades. Es ist ja, ich mache hier mal ein bisschen. Ich gehe mal nicht den offensichtlichsten Weg. Ich habe dir doch gesagt, dass es nicht zu gruselig ist. Hey, mein Magen tut weh. Lass uns hier verschwinden. Aha, es ist also nicht so gruselig. Der kerzenbeschienenen Pfad. Ratten. Natürlich. Ein großer Baum mit Gesicht. In der Nähe dieses Baumes fühle ich mich unwohl. Ich habe keine Angst. What the fuck? What the fuck? Wie sind wir hier? Puh.
eine neue Facette von Saman Mara. Auf alle Fälle. Das ist eine Facette, die ich an Saman Mara jetzt nicht erwartet hätte. Käse. Können wir jetzt die Ratten füttern? Ich bin. Mir fehlen die Worte. Das ist genial. Ich meine, Saman Mara, das war so ein helles, freundliches Spiel, so ein, also es, ihr habt den letzten, ich weiß nicht, wie viele Parts haben wir jetzt schon? Keine Ahnung. Ratte füttern. Sehr schön. Ich werd bekloppt. Saman Mara doch immer wieder für, ist immer wieder für eine Überraschung gut. Ist das geil oder ist das geil? Eine Horrorinsel in Mara. Ich mache hier gerade so viele Screenshots. Ich bin. Willkommen zu Let's Play Resident Evil. Ich finde das geil. Dann gehen wir mal runter von dieser Insel. Kleine Mädchen haben hier nichts zu suchen. Entzünden. Alter. Ich muss mich gerade wieder sammeln. Hier ist immer nachts. Es wird hier 18 Uhr. Was passiert nicht ab 20 Uhr, wenn das jetzt hier, wenn wir nicht schlafen gehen? Das würde ich gerne mal wissen. Vielleicht sollten wir hier nachts noch ein bisschen rumlaufen. Wenn es gerade Tag. Ich sehe es gerade oben. Es müsste noch hell sein hier. Spaziere gerade mal oben zum Baum hin. Wenn es 20 Uhr wird. Oh, ein langer Schatten. Natürlich. Um Mitternacht hier einfach mal den Baum anfassen. Und nicht anzünden. Der Baum macht aber angenehme Geräusche. Ich habe keine Angst. Summer in Mara. Digga. Das ist aus. Ich warte jetzt hier kurz mal bis 20 Uhr, bis dann wirklich Nacht wird. Alter, ich komme gerade nicht darauf klar. Ich komme hier gerade nicht. Oh. Okay. Der Schatten des Baumes verändert sich. Ich habe keine Angst. Natürlich nicht, aber es ist doch ein Kinderspiel. Ab wie vielen Jahren ist das Spiel hier? Ist ab 0 oder ab 6 war das doch, glaube ich. Das Spiel ist im Steam Store, glaube ich, für FSK 0 oder 6 maximal. Eine Horrorinsel. Ich find's geil. Ich pack das hier, ich füge das hier, ich füge die FSK-Kennzeichen, wenn ich dran denke. Ich hoffe, ich denke dran. Ich füge die jetzt hier unten rechts oder unten links irgendwo ein. Ich werde hier mal
wird das hier mal einblenden, ab wie vielen Jahren das Spiel ist. Ich recherchiere das nachher, guck da mal in den Shop nach. Guck da mal. Ich würde es darauf wetten, dass das FSK, FSK 0 ist, also, oder FSK 6. Aber also, stell mal vor, da kommt dann so ein. Das Spiel wird von einem kleinen Kind gespielt, von einem Sechsjährigen, wirklich. Das kommt doch nicht mehr auf sein Leben zurecht, oder? Septentrion-Insel. Hier ist auch ein bisschen spukig. Sieht auch ziemlich grün aus. Das Spiel wurde gehackt. Ich bin hier einfach. Das Spiel hat vor dem Beginn des Parts gab es ein Update. In Wirklichkeit wurde ich nur Russen gehackt hier. Das Spiel wurde einfach infiltriert. Haben den Programmcode geändert. Es sind alle Inseln so gruselig. Halloween Update. Wir haben heute den 17. Juli, wenn ich das aufnehme. Komisch, ich habe so ein Kribbeln im Nacken. Summer in Mara. Ich spiele Summer. Ist das Spiel ist ab. Ich muss gerade mal nachgucken. Das Spiel ist FSK 6. What the hell? Komisch, ich habe so einen kribbelnden Nacken. Hallo. Blue. Qua, das ist kein gewöhnlicher Botenberg, beeil dich. Was machst du hier auf dieser Insel? Ich werd bekloppt. Spiel wurde gehackt. Es infizierte im Hintergrund mein Rechner. Ist jetzt hier, ich habe jetzt hier. Das ist nicht mehr Summer in Mara, oder? Ist die nächste Insel schon. Kribbeln im Nacken. Okay, es ist wieder Tag geworden. Und wenn wir zurück nach Osten fahren, dann gibt es die Insel nicht. Das wär's. Ich glaube, aus dem Osten kam, oder? Die düstere Insel. Die war im Osten. Wenn wir zurückfahren, ist da nichts. Mach wieder. Also ist doch nicht. Freundliche Musik setzt ein. Ich fahre mal nach Osten zurück. Offene See nach Osten. Düster Insel. Okay, die Insel ist noch da, oder? Einfach mal zurückfahren auf die Insel. Düster Insel. Okay, das ist kein so ein Gag. Okay, ich fahre jetzt erstmal weg. Nach Westen. Nicht so ein Gag. Obwohl es. Also das ist. Also das mit dem FSK verstehe ich irgendwie. Wenn es nur so ein kleiner Gag ist, so durch eine düstere Insel. Ich meine Pokémon Sonne und Mond. Ich glaube in Pokémon. Die Pokémon Ultramond war das, glaube ich, da gab's, da hatten wir das auch mal, da gab es in der Schule, in der Pokémon-Schule, gab es eine Aktion, oder. Wisst ihr, was ich meine, wo du mit dem Mädchen geredet hast, mit deinem Schulmädchen auf dem Hof, das war auch creepy as fuck. Hier können wir tauchen, machen wir doch glatt. Alter, da haben wir ja schon ein Thumbnail für diesen Part heute, also das ist ein von den Screenshots von dem
die ich auf der Insel gemacht habe. Da haben wir einen Titel und einen Thumbnail. Das ist jetzt hier wirklich. Also. Junge. Das Spiel überrascht mich immer wieder. Auch mit den neuen Charakteren und so weiter. Ich muss den Party gleich beenden. Ich komme auf mein Leben nicht mehr klar. Es sind ein paar Schätze hier geborgen. So, dann fahren wir mal hier nach Süden und dann mal nach zweimal nach Süden und einmal nach Osten. Die Düsterinsel. Nach Süden wollen wir fahren. Ich werde bekloppt. Das ist. Ja, das Spiel ist. Da erklärt sich die FSK, dass es FSK 6 ist. Ist eine. Ja, gut, weil sonst wäre es auch ab 0, also wenn du dir anguckst. Was bisher so auf der Insel läuft. Na gut, den einen Kapitalisten-Alien hatten wir auf der Insel. Das war noch nicht so. Die eine Insel, die rechtfertigt das. Die rechtfertigt FSK 6. So, hier haben wir mal was einsammeln unterwegs. So, jetzt nach Osten. An das Osten. So, hier mal ein bisschen was einsammeln. Schätze auf dem Meer. Ich bin geplättet. Das ist ein. Ich bin heute in die Aufnahme gegangen und habe mir gedacht, also das machst du mal entspannt, weil der gechillt heute mal ein bisschen über das Wasser segeln hier. Tempel des Osten. Einen neuen Ort in Mara. Warum folgst du mir denn hier immer wieder? Was waren nochmal deine Quest? Bienenstöcker. Ein bisschen Honig. Puh, was waren deine Quests? Das müssen wir für dich noch machen, für du. Passiert hier noch irgendwas oder? Reiskuchen. Ja, haben wir scheinbar noch nicht. Die Insel sieht wieder ganz gewöhnlich aus. Ja, eine hübsche Angelinsel. Wenn wir hier mal angeln. Oh nein, ich habe keinen Köder. Natürlich. Ich habe eine Axt. Okay, ich kann hier keine Bäume zerhauen. Aha. Krebs. Let's just do our best today. Cause that's the continuation of yesterday. TK from the Far East. Alter. Jetzt hänge ich im Wasser fest. Alles klar. Ich habe den Tank aufgefüllt. Können wir Rahmen mitnehmen? Ja, nein. Das wollen wir auch nicht. Wir nehmen uns die Libelle mit. Wollen nicht respektlos sein. Okay, die Insel ist schon ein bisschen groß. Mit hohem Gebüsch. Blume.
Die Blumen musst du natürlich mit der Hacke rausreißen. Natürlich. Ja, schön. In der Mitte ist dann hier der Schrein. Ja, ist er. Gut, na dann. Haben wir heute ein bisschen Horror im Spiel. Was, wenn ich dem Part auch so einen kryptischen Namen gebe, so einen ganz gruseligen Namen? Nach Westen oder nach Süden? So, da geht's weiter. Wenn ich mir irgendwas ausdenke, wenn ich dann irgendwo, wenn ich dazu Zahlen mit in den Titel rein, irgendwas, so eine versteckte Hilfsnachricht mit in den Titel reinschreibe, sowas, irgendwas, wo man sich denkt, what the fuck. Müssen wir schon horrormäßig machen? Na nee, das ist doch mal ein Macher. Mein Horror-Let's Play wäre ich da schon viel eher zu bereit. Da haben wir auch ein bisschen Creepiness in Thumbnail und in den Parts mit rein. Also nee. Ja, in die Titel mit reinzubringen. Das hat mich heute hier. Hat mich jetzt aus der Bahn geworfen. So, das ist jetzt hier, glaube ich, auch noch eine neue Insel. Zumindest kein Horror Island mehr. Verdorrte Insel. Und dann gucken wir mal, was es auf der verdorrten Insel so gibt. Da wachsen aber Tomaten. Ich würde gerne auf eine Insel Früchte und. Ich würde gerne auf eine Insel voller Früchte und Nachbarn leben. Tiernachbarn. Okay. Ich ernte hier mal ein bisschen. Die guckt zu. Macht nichts. Das ist doch die Marktfrau. Oder nicht? Sehr gut. Eine kleinere Insel. Hier gibt es nicht viel zu sehen. Ja, mal einen Screenshot machen. Fürs Thumbnail haben wir etwas anderes vor. Aber ja. Und weiter geht's. Heutige Inseln erkunden. Fackeln kann ich anzünden. Oder nicht? Scheinbar nicht. Gut, wo jetzt noch lang? Verdorrte Insel nach Westen. Hier nach Süden müssen wir noch ganz südlich. Die Insel. Ich glaube, wir fahren erstmal nach Süden. Erstmal die südlichste Insel. Nach Westen oder nach Süden. Und wo jetzt noch ein Charakter kennenlernen würden, dass wir den Part rund machen. Jetzt noch auf der nächsten Insel irgendwie einem von diesen Aliens begegnen würden oder irgendeiner mysteriösen Kreatur. Das würde jetzt den Part abrunden. Das wäre jetzt hier genial. Nach Süden. Oha. Was haben wir denn da? Schwarzer Vulkan. Aha. Auch interessant. Wir gehen mal an Land. Oha. Ist 20 Uhr. Okay, ich wollte gerade sagen, hier wird es auch düster. Ist gar nicht die düstere Insel. Ey, mal schlafen bitte. Obwohl das Feeling schon passen würde, in der Nacht hier auf die Insel zu gehen. Interessante Bäume. Eine Art Korallen-Dings. Okay.
Genau, Material abbauen. Sekunde, wir müssen mal was schnabulieren. Schlafsack. Wo habe ich den Schlafsack? Ja gut. Können wir also jetzt auch auf der Insel schlafen? Wie funktioniert das? Würde ich gerne mal ausprobieren. Das ist zwar erst 9, aber... Jo. Schlafsack benutzen. Ach. Wie cool. Legt sich mitten auf die Insel. Und schläft. Hops rein in den Schlafsack. Können wir einfach jetzt überall und überall... Ach so, einen besseren Hammer. Überall an jedem Ort und... Wo wir gerade sind. Oh, was sind denn das für kleine Augen? Könnten das Freunde sein? Augen? Ach. Käfer. Was seid denn ihr? Kleine Käfer. Ist ja cool. Käferversammlung. Ich komme in Frieden. Ich mache heute besonders viele Screenshots. Verzeiht das. Ah, was haben wir denn da drüben? Eine Art Labor. Zerbreche hier mal was. Aha. Sollte ich hier mal reingehen oder scheint so eine Art Labor zu sein. Hat vielleicht noch Relevanz im späteren Verlauf des Spiels. Momentan können wir glaube ich nicht rein. Sieht nicht danach aus, als ob wir rein könnten. Faszinierend. Ein Vulkanlabor. Auf jeden Fall wird hier Strom abgezwackt. Aus dem Meer. Ja. Für das Labor. Okay, die Sachen können wir uns nicht mitnehmen. Die Früchte. Ich bräuchte einen besseren Hammer. Okay. Willkommen zu Human for Flat. Da gibt es auch so eine Quelle wie auf meiner Insel. Es muss ein besonderer Ort sein. Aha. Finden wir es heraus. Ach, hier die Quelle. Ist aber nicht aktiviert. Es plätschert, aber sie ist nicht aktiviert. Vulkangestein haben wir hier. Es brodelt auf meinem rechten Ohr, auf meinem linken. Können wir da mal hinauf? Oder sollen wir das nicht? Scheint mir fast so, als sollten wir das nicht. Kopfkratz. Da plätschert's. Da brodelt's. Ja, scheint eine Art heiliger Ort zu sein oder so. Ja, Vulkane sind ja in manchen Kulturen wirklich heilige Orte. Von den Naturgöttern und so weiter. Oh, eine Robbe. Robbenfelsen. Eine Robbe. Zwei Robben. Mach die Robbe, die Robbe, die Robbe, Robbe, Robbe. Ich weiß, dass du das kannst.
Ein Klassiker. Macht hier aber. Der Vulkan, der brodelt ein wenig. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ein Vulkan brodelt. Wenn das Brodeln hörst, dann ist eigentlich nicht so schön, dass du in der Nähe bist. Solltest du eigentlich nicht dich auf und davon machen. Das Weite solltest du suchen. Die Insel ist scheinbar ein bisschen größer. Hier stand denn noch unser Schiff. Hier steht unser Schiff. Ja, hübsch. Die Vulkaninsel. Vielleicht müssen wir noch im Laufe des Abenteuers hier nochmal hinkommen. Vielleicht kriegen wir dann irgendwann verschiedene Quests. Mal zu der Insel und zu der Insel. Ja, zur Eiseninsel mussten wir auch schon mal für eine Quest da was holen. Das kann ich mir vorstellen, dass da bestimmte. Sehr schön. Ein paar hübsche Screenshots fürs Fotoalbum. Ja, dass da bestimmte Sachen auf bestimmten Inseln noch passieren werden. Storytechnisch und auch. Ja, und auch von den Sidequests mäßig. Ich sag schon mal Däumchen nach oben. Sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und keine weiteren spannenden Parts von Samanara verpassen wollt. Da gibt es noch einige Inseln zu entdecken auf der Karte. 2, um genau zu sein. Vielleicht auch unten. Die eine entdecke ich vielleicht jetzt noch gleich. Ne, sparen wir uns für den nächsten Part aus. Auf. Machen wir Cliffhanger draus. Tja, habt einen angenehmen, fürstlichen Tag und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein. Bis dann und ciao.